Привет, мои друзьями. Herzlich willkommen zum nächsten Let's Play. Und wir spielen heute Metro 2033. So, das war meine liebe Freundin Olya. Sie sitzt direkt neben mir und unterstützt mich bei meinem Let's Play. Ja, und wir fangen das Let's Play leider auch schon mitten im Menü an, weil ich weiß nicht wieso, aber aus irgendwelchen Gründen wollte er, also wollte Dixtery die ganzen Anfangsszenen nicht aufnehmen, ich weiß nicht wieso. Naja, aber ich denke mal, das sollte jetzt kein Grund sein, trotzdem nicht ein Let's Play davon zu machen. Ja, wieso habe ich mich für Metro 2033 entschieden? Es ist einfach, eigentlich ziemlich einfach zu erklären, und zwar basiert das Spiel ja auf einem Buch von Dmitri Glukowski. Und ja, ich habe mir das Buch vorher mal durchgelesen. Und jetzt bin ich eigentlich auch ziemlich gespannt, wie das Buch dann im Computerspiel umgesetzt wurde. So, und dann würde ich mal sagen, wir fangen gleich mal an. So, welchen Modus nehmen wir denn? Also, ich bin... Obwohl ich schon ziemlich viel Battlefield und so gezockt habe, kann ich trotzdem nicht behaupten, dass ich gut bin. Und, deswegen... Easy... Es ist immer so schwierig. Ich glaube, ich versuche normal. Also, ich würde, glaube ich, normalerweise immer sofort einfach spielen. Aber wir spielen, denke ich mal, einfach normal. Und wenn es nicht gehen sollte, dann kann ich hoffentlich irgendwann den Schwierigkeitsgrad nochmal ändern. Okay, wir nehmen normal. Also, continue. So. Prolog. The tunnel grew colder. Millie and I were close to the surface now. Soon, we'd climb up into the howling wind to find our way through whatever nightmares were waiting there. My long journey was nearly at the end. But would I have the courage, the will to see it through? Okay, ich habe vergessen, die Sprache umzuändern. Daran hätte ich ihn eigentlich noch denken sollen. Ich kann es aber mal ganz kurz für euch übersetzen und dann springe ich das mal ganz schnell, wechsle ich ganz schnell die Sprache. Also, ja, die Tunnel wurden immer kälter. Miller und ich waren nun ja kurz davor, die Oberfläche zu erreichen. Bald würden wir in den heulenden Wind hinaufsteigen und unseren Weg durch... was auch immer für welchen Albträumen machen, die dort auf uns warten werden. Oder die dort auf uns warten. Meine lange Reise neigte sich bereits zum Ende zu. Aber werde ich die Courage besitzen, den Willen, um es durchzustehen? Hey, Artyom. When you left your home station, did you ever think we'll end up in a place like this? Not knowing whether we were about to save our... Moment. Sound. Oh, Mist. Back. Game Options bestimmt, oder? Subtitles machen wir auf jeden Fall an. Ja, Difficulty können wir hier immer umstellen, gut. Back. Video, gibt's da irgendwas? World, or send it straight to hell. We'll have to get through the military outpost to reach the surface, Artyom. Shh, tiha. Something's moving in the next room. Open the gate, I'll cover. Ты думаешь, кто-то
будет в это Raum. Okay, gut. Dann drücken wir den Knopf. Open the door. Up. Shit is always breaking down in here. Use the auxiliary hand system to open the gate. Okay. Ich mach das mit. Ja? Ah, ich muss halten. So geht das gut. Artyom, check those crates for ammo and med packs. Ja. Munition. Waffe nachladen. Munition, die wir follow me. Sehr viel brauchen. Oh, da ist ja noch eine Waffe. Aber die kann man... Nee, die, da muss man wechseln. Soll ich es riskieren? Soll ich gleich... Obwohl, ich hab ja jetzt eigentlich... Nee, wait. So, mit der Waffe habe ich... Munition? Press... Achso. Well, climb up and try again. Ich habe gerade... Ja, man muss sagen, dass meine Tastatur ein bisschen kaputt ist. Deswegen. Okay. Okay, ganz vorsichtig. Okay. Up we go. Okay. Wir müssen ganz leise sein. Oh, es ist dunkel. Mm-hmm. Mach den Weg frei. Seems like nobody's home. Really? Before we hit the surface, put your gas mask on. Without it, it'd be like a goldfish outside his room. Okay. Many places, especially, also an vielen Orten, vor allem an der Oberfläche, ist eine Gasmaske zum Überleben erforderlich. Ja, wenn du anfängst zu keuchen, drücke G, um die Maske aufzusetzen. Um die Maske wieder abzusetzen, musst du G gedrückt halten. Um zu sehen, wie lange deine Filter noch aushalten oder wie lange deine Filter noch aushalten, drücke T, ja, und schau auf deine Uhr. Ich glaube, ich weiß sogar schon, wo wir sind, wenn ich mich an das Buch erinnere. Okay. Warte, ja. Ah. Warum? Hallo? Ich dachte, der ist schon tot. Ah. Wie benutze ich ihn? Okay. Achso, bei Percy. So. Okay, ich helfe dir. Und, quickly. So. Okay, weiter geht es. Weiter geht es in die Dunkelheit. Unser Ziel. Come in, Ullman. Come in. Over. You're coming through loud and clear. Over. We're at the tower. I repeat, we're at the tower. Did the group move out? Over. Well, that's affirmative. We've made contact. They should be in the vicinity of the tower now. Over. Roger, we'll contact you again when we're at the top of the tower. Get a fix on our location then. Over. Schaut euch die Welt an. Schaut, was aus ihr geworden ist. Es ist alles verrottet. Die Gebäude sind halb eingestürzt. Jegliches Leben ausgerottet. Jegliches menschliches Leben ausgerottet. Und da sind wir.
aufgetaucht aus dem Erdboden, dringen in die Oberfläche, weil wir es müssen. Gut, dann gehen wir mal los. Der Schnee bläst kalt in den Nacken. Let's go, the other should already be here. Halt umschalte Sprint. Ich glaube. So. Ist das? Was? Ah, oh. Gott sei Dank. Moment. Moment. Glad to see you, Colonel. Did you hear that? Listen. What the hell is it? Das klingt auf jeden Fall nicht gut. Gab es sein Mark, das klingt nicht gut. Eine Horde? Eine Horde. Okay, just stay calm. Wenn wir es nicht. Und schon sehen sie uns nicht. Alter, von. Oh. Oh, ich würde jetzt nicht anschließen. Ja, warum schießt der rein? So lange. Sie müssen sich angreifen. Ja. Sollen sie sich angreifen, machen wir sie doch nicht zu attackieren. Oh shit. Nein. Nein. Demons. Ach, du Scheiße. Okay, aufstehen, aufstehen, aufstehen. Aufstehen. Ach. Life was never easy in the tunnels, but it was our home. There was comfort in its routines, in seeing the same people day after day. But since the mutant attacks had escalated, fear ruled the station. I had just turned 20, and could never have imagined what would follow in the morning that my stepfather's friend Hunter arrived at the barricade. 8 Tage vorher. Das Leben war niemals einfach in den Tunneln, aber es war unser Zuhause. Da gab es Komfort in seinen Routinen. Darin, immer jeden Tag dieselben Menschen zu sehen. Doch seitdem die Mutantenangriffe eskaliert sind, herrscht Angst in der Station. Ich bin gerade erst 20 geworden. Und ich hätte mir niemals im Leben vorstellen können, was an diesem Morgen geschah, als der Freund meines Stiefvaters Hunter bei unseren Barrikaden angekommen ist. So, und wie man auf der Karte jetzt sieht, befinden wir uns bei der WDN-Ch. WDN, ja doch, ich glaube, man spricht das WDN-Ch aus. Also unsere Heimat, tief unten in den Tunneln der Metro.